Ja, was habe ich mitgebracht von der Agenda her? Zum einen sprechen wir über Windows Server 2022 und HPE ROC Lizenzen, Lizenzierung, Einsatzszenarien. Dann sprechen wir im Speziellen über das Thema Remote Desktop Services, weil da gibt es eine sehr positive Neuerung. Das hatte ich zwar bei unserem letzten Webinar im vergangenen Jahr schon mal dabei, so als Andeutung, dass es so werden könnte, aber Sicherheit hatten wir noch nicht, das haben wir jetzt. Und dann werden wir auch schon über die nächste Version des Windows Servers ein bisschen sprechen. Das heißt, es gibt einige News zu dem Nachfolger von Windows Server 2022, der aber noch nicht verfügbar ist, der auch noch keinen Namen hat. Da steht Windows Server VNext. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie der heißt. Im Netz liest man an vielen Stellen, dass der Windows Server 2025 heißen soll. Das kann schon sein, das wollen wir nicht ausschließen, aber offiziell gibt es von Microsoft dazu noch keine Kommunikation. Das heißt, niemand, der das irgendwo schreibt, weiß das oder weiß das früher. Tatsächlich ist es so, dass ich schon weiß, wie er heißen wird, bloß ich darf es nicht sagen, weil da links unten steht so ein kleines Logo. Das ist eine Auszeichnung, wo ich mich immer freue. Die wird jährlich von Microsoft verliehen an Personen, die sich ganz intensiv mit den Microsoft-Technologien beschäftigen. Der Vorteil ist, dass wir viele Informationen vorab bekommen, da aber nicht drüber sprechen dürfen. Aber wir bekommen auch die Information, ab wann es dann public ist und dann können wir sofort drüber reden. Was ich aber schon tun darf, und das wird man dann an dem Layout der Slides merken. Da kommen dann ein paar Original-Slides gegen Ende von Microsoft zu dem Thema Windows Server VNext. Da darf ich schon drüber sprechen, was uns da erwarten wird. Und aber quasi so, wie die Original-Inhalte sind. Das schauen wir uns dann an. Jetzt starten wir mal mit dem Windows Server 2022 und der HPE ROC-Lizenz. Ich denke, HPE ROC ist allen, die sich eingewählt haben, bekannt. Das ist das Reseller Option Kit und es gibt ja ganz viele Varianten bei Microsoft, Produkte zu lizenzieren. Wir haben die Möglichkeit, sogenannte Volumenlizenzen zu erwerben und wir haben die Möglichkeit, das mittlerweile über das CSP-Programm ganz viele Produkte zu lizenzieren. Aber die HPE ROC-Lizenz hat einen ganz, ganz großen Vorteil bei Windows Server. Sie hat keine funktionellen Unterschiede zu den anderen Vertriebskanälen. Das ist beim Windows Client anders. Da gibt es Unterschiede zwischen Volumenlizenzen und OEM-Lizenzen. Die HPE ROC-Lizenz ist eine OEM-Lizenz. Und bei Office gibt es dann sogar noch massivere technische Unterschiede. Beim Windows Server ist es funktionell ganz egal, ob wir so einen Windows Server Standard oder Data Center über HPE ROC bezogen haben oder über eine Volumenlizenz oder über CSP. Was ist jetzt das Interessante an der HPE ROC-Lizenz? Die HPE ROC-Lizenz ist die günstigste Variante, eine solche Windows Server-Lizenz zu beziehen. In der Vergangenheit war es so, dass man immer sagte, oh, die ist dann aber an diese Hardware gebunden. So ist es nicht. Die ist an die HPE-Hardware gebunden. Das heißt, das ist für mich ganz, ganz selbstverständlich. Wenn ich eine Lizenz von HPE habe, werde ich auch den Server von HPE nehmen. Aber wenn ihr jetzt einen Server habt, der letztendlich ein Dell 380 älterer Generation ist und der wird durch ein neues Gerät ersetzt, dann könnt und dürft ihr die HPE ROC-Lizenz dort weiterverwenden? Das ist etwas, was mittlerweile auch in den Lizenzbedingungen so steht. Interessanterweise stand das als erstes in den deutschen, also die Lizenzbedingungen gibt es für Deutschland und die gibt es für den deutschsprachigen Raum. Anfangs stand das nur in den Lizenzbedingungen für Deutschland. Mittlerweile steht das in den Lizenzbedingungen für den gesamten deutschsprachigen Raum. Wichtig. Das steht in den Lizenzbedingungen für Windows Server 2022. In den Lizenzbedingungen für Windows Server 2019 steht das nicht drin. Und das ist jetzt so ein bisschen Grauzone. Da bin ich auch kein Jurist, der da eine Aussage treffen kann. Und da ist das auch in jedem Land ein bisschen anders. Also bei Windows Server 2019 und auch 2016 ist Microsoft laut Lizenzbedingungen der Meinung, dass so eine Lizenz sich quasi mit dem System, wo sie mal installiert wird,
verheiratet. Beginnend mit Windows Server 2022 ist das nicht mehr so. Das heißt, so eine Windows Server 2022 Lizenz können wir in jeder Lizenzform, also auch HPE ROC, auf eine neue HPE-Hardware übertragen. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn ich die Hardware tauschen möchte und die Lizenz einfach im Moment noch beibehalte. Interessant ist der Windows Server 2022 Essentials. Den gibt es nämlich nur als OEM-Produkt. Den gibt es gar nicht in der Volumenlizenz oder Ähnlichem. Also das ist ein reines OEM-Produkt, damit auch als HPE ROC verfügbar. Und der Windows Server 2022 Essentials ist technisch ein Windows Server 2022 Standard. Ich werde da ganz häufig gefragt, kann der auch Domain Controller sein? Ja. Kann der Hyper-V-Host sein? Ja. Kann der virtualisiert werden? Ja. Weil man muss sich immer überlegen, kann denn das, was ich jetzt als Frage habe, ein Windows Server 2022 Standard? Wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, dann kann es auch der Essentials. Kann ich mit dem Windows Server 2022 Essentials einen Cluster aufbauen? Ja, mit bis zu 64 Knoten. Ja, das geht alles. Aber es gibt eine lizenzseitige, ein paar lizenzseitige Limitierungen bei Essentials. Zum Beispiel darf so ein Essentials Server nur auf einer Hardware genutzt werden mit einem Prozessorsockel. Das sind also die kleinen ML- und DL-Server, die einfach einen CPU-Sockel haben. Da darf ich die nutzen. Wenn ich eine Maschine mit zwei Sockeln habe, darf nur einer bestückt sein. Also es wird nicht gezählt, wie viele Sockel hat die Maschine, sondern wie viele CPUs stecken dort drin. Und die verbaute CPU darf maximal 10 Kerne haben. Also ein Sockel, maximal 10 Kerne. Was für Essentials auch gilt, es dürfen maximal 25 Benutzer und maximal 50 Geräte gleichzeitig zugreifen. Wird das geprüft? Nein, es gibt keinen technischen Mechanismus, der das überprüft. Aber es steht in den Lizenzbedingungen. Was in den Lizenzbedingungen steht, daran muss ich halten. Das ist so ein bisschen wie, also das ist in der Schweiz auch so. In Deutschland ist das zurzeit ganz extrem mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn. Wenn ich dort auf der Autobahn ein Schild mit 80 habe, dann darf ich nur 80 fahren. Wenn ich schneller fahre, dann funktioniert das. Wenn ich nicht erwischt werde, dann funktioniert das auch recht gut, solange ich keinen Unfall baue mit dem Auto. Wenn ich aber dort eine Geschwindigkeitskontrolle habe und erwischt werde, dann ist man da in Deutschland mittlerweile sehr strikt. Also ich war kürzlich mal wirklich nur ganz wenig drüber und habe eine ordentliche Strafe bekommen. Und so ist das hier bei den Lizenzen auch. Das wird nicht aktiv geprüft. Der schaltet nicht ab, wenn ich mehr als 10 Kerne habe. Der schaltet nicht ab, wenn ich mehr als zwei Sockel habe. Der schaltet nicht ab, wenn ich mehr als 25 Benutzer habe, die zugreifen. Aber ich habe den Lizenzvertrag verletzt und habe somit das gleiche Problem wie hoffentlich bei meinem passenden Vergleich mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich habe auch das Problem wie bei der Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn ich gar nicht aktiv kontrolliert worden bin, aber es zeigt mich hinterher jemand an, der das mitbekommen hat. Sagt du, der Manfred, der nutzt aber hier so ein Essential-System mit mehr als 10 Kernen und es kommt da zu einer Lizenzüberprüfung, dann kann ich schon Probleme haben. Also ich würde da mich auf jeden Fall dran halten, aber es ist nicht mehr so wie bei den alten Essentials-Produkten, wo man dann teilweise technische Probleme hatte, weil die einfach versucht haben zu prüfen, ob da alle Lizenzbestimmungen eingehalten wurden. Von daher ist Essentials ein super Produkt, weil es viel günstiger ist als der Windows Server Standard. Und wir brauchen dort auch keine CALS, keine Client-Zugriffslizenzen. Wir dürfen es mit 25 Benutzern verwenden. Mehr dürfen wir nicht nutzen. Mehr können wir auch nicht lizenzieren. Es gibt da gar keine CALS. Aber für diese ganz kleinen Umgebungen eine perfekte Lösung. Wenn wir mit Essentials virtualisieren, dürfen wir Essentials für den Hyper-V-Host verwenden und wir haben ein virtuelles Nutzungsrecht dabei. Bei Standard haben wir ja zwei virtuelle Nutzungsrechte dabei und bei Data Center unlimitiert viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Jetzt könnte man sagen, Mensch, wenn ich virtualisiere und ich habe da zwei virtuelle Maschinen, dann ist doch vermutlich Windows Server Standard die bessere Option. Windows Server Standard kostet auch ungefähr genau das Doppelte von dem Windows Server Essentials, aber da bitte immer auf das aktuelle Pricing schauen, einfach bei also entweder einen Online-Shop oder einfach da ein Angebot erstellen lassen, dann hat man die genauen Preise, aber ist so circa das Doppelte, aber man spart sich die CALS. Also Essentials ist auch, wenn wir mehr virtuelle Maschinen haben und maximal 25 Benutzer immer noch eine gute Option.
Bei Standard- und Datacenter benötigen wir Client-Access-Lizenzen für den Zugriff. Die gibt es auch als HPE Rock. Also da würde ich auch empfehlen, unbedingt die CALs als HPE Rock zu nutzen. Nicht nur, dass man alles aus einer Hand hat, sondern man hat dann hier auch wieder die kostengünstige Option. Und so eine CAL darf natürlich unabhängig davon, auf welchen Server ich zugreife, verwendet werden. Also da spielt es keine Rolle, wenn wir eine gemischte Umgebung haben. Es gibt immer wieder mal Kunden, die auch noch andere Hersteller in ihrer Serverlandschaft haben und jetzt dann auf HPE setzen und auch die CALs von HPE nehmen. Damit darf ich natürlich auch auf die Server meiner anderen Systeme zugreifen, meiner anderen oder von anderen Herstellern zugreifen. Von daher, CALs sind aber versionsabhängig. Das bedeutet, eine 2022er CAL darf ich auch zum Zugriff auf ältere Server nehmen, aber eine 2019er CAL darf ich zum Beispiel nicht verwenden, um auf den 2022er Server zuzugreifen. Wir haben eine Frage im Chat. Kann ich auf den Essential Server auch Exchange installieren und sind diese CALs auch dabei? Ganz wichtig, es sind keine CALs dabei beim Essential Server, sondern wir benötigen keine CALs für den Zugriff auf Windows Server 2022 Essentials. Es sind 25 Benutzerzugriffsrechte dabei. Weil wenn dort CALs dabei wären, also nehmen wir an, es wären beim Essentials 25 CALs dabei, dann würde ich nie mehr CALs einzeln kaufen, sondern würde ich immer Essential Server kaufen, würde den Essential Server in die Schublade legen und würde die CALs nutzen. Also ganz wichtig, es sind keine Client Access Lizenzen dabei. Das heißt, wenn ich von Windows Server Essentials auf Standard upgrade, wo sich an den Bits und Bytes ja gar nichts ändert, das ist eine reine Lizenzvariante, dann habe ich keine CALs. Also nehmen wir an, ich habe 25 aktive Benutzer, dann brauche ich im Umfeld Essentials keine Zugriffslizenzen. Wenn ich dann aber auf Standard wechsle, dann muss ich 25 CALs erwerben, weil ich habe 25 aktive Benutzer. Jetzt ist die Frage, kann ich auf den Essential Server auch Exchange installieren? Früher ging das nie, weil für jedes Microsoft-Produkt gibt es eine Support-Matrix. Also SQL-Server hat eine Support-Matrix. SQL-Server können wir so auf jeder Windows-Server und Client-Edition installieren, die es gibt. Exchange-Server ist da sehr strikt. Exchange-Server hat immer gesagt, man kann mich installieren auf Windows-Server Standard und Datacenter. Da war Essentials nie in der Liste drin. Aber in den früheren Versionen war es auch so, wenn wir auf die Systemeigenschaften geguckt haben, dann stand bei einem Windows Server Essentials, Essentials und bei einem Windows Server Standard, Standard, Standard. Bei einem Windows Server Essentials steht jetzt, wenn ich auf die Systemeigenschaften schaue, Windows Server Standard. Das verwirrt viele. Auch bei der Installation steht da schon Windows Server Standard. Von daher lässt sich ein Exchange Server auf Windows Server 2022 Essentials installieren. Windows Server CALs brauche ich keine, Exchange CALs brauche ich schon. Ich glaube, dass es in diesem Umfeld mit 25 Benutzern nicht sinnvoll ist, einen Exchange Server zu betreiben, weil das eine sehr aufwendige Sache ist. Da würde man sicher eher Richtung Exchange Online gehen. Aber wenn der Kunde das möchte, dann ist das gar kein Problem. Das ist supported. Er hat nur 10 CPU-Kerne. Er ist aber vom Datenspeicher und vom RAM nicht limitiert. Das ist nämlich ganz wichtig. Exchange Server in der aktuellen Version 2019 hätte ja gerne 128 GB RAM. Der funktioniert auch mit weniger, aber er hätte gerne 128 GB. Das ist gar kein Problem mit Essentials. Aber wichtig, ich brauche zum Essentials nicht nur die Windows Server Lizenz, sondern auch die Windows Server CALs. Für maximal 25 Benutzer, weil mehr darf ich ja in dem Essentials-Umfeld nicht nutzen. Gut, vielen Dank für die Frage, die ist wichtig, weil das erleichtert, glaube ich, auch so ein bisschen das Verständnis. Was ist denn jetzt bei diesem Essentials so herausragend? Er verhält sich eben nicht mehr wie eine andere Edition, sondern er verhält sich, wenn es um den Produktsupport geht, wenn es um die Lizenz, Entschuldigung, nicht die Lizenzierung, um den Produktsupport, um die technischen Möglichkeiten geht, so wie ein Windows Server Standard und die Lizenzierung. Die ist halt eigenständig, aber die ist nur auf dem Papier. Da muss ich mich dran halten, aber die hat keine Auswirkungen auf die Technik an der Stelle. Gut, schauen wir mal ein bisschen, wie wir das Ganze bekommen. Die Präsentationen werden euch ja auch zur Verfügung gestellt, weil mir geht es immer wieder mal so, dass ich drauf angesprochen werde. Mensch, Manfred, hast du ja alles schön erklärt, aber ich
finde das gar nicht, die entsprechende Lizenz. Und ihr könnt euch immer an den Markt wenden und sagen, jetzt haben wir da was von der HPE Rock-Lizenz gehört. Bitte, wo finde ich die denn? Aber hier vielleicht auch mal die passenden Artikelnummern. Damit könnt ihr das ganz schnell raussuchen. Was da wichtig zu verstehen ist, der Windows Server Essentials, Moment, ich radiere das nochmal weg, machen wir es schrittweise. Also das erste Produkt, da gibt es für Essentials nur diese eine Artikelnummer, die für uns relevant ist. Das ist die HPE-Artikelnummer Windows Server 2022 Essentials 10 Core als Reseller Option Kit. Es gibt es auch englischsprachig und so weiter, aber das ist jetzt mal, glaube ich, so die zentrale Variante hier. Bei Standard ist interessant, da gibt es eine 16-Core-Lizenz, das ist nämlich die sogenannte Basislizenz. Ich muss so einen Server, wenn ich mit Standard lizenziere, mit mindestens 16 Kernen lizenzieren, aber alle, die enthalten sind, deswegen gibt es auch eine Additional Core-Lizenz. So, jetzt gibt es die Additional Core-Lizenzen nicht nur in Zweier-Schritten, sondern auch in anderen Schrittweiten. Aber mit dieser Zweier Additional Core-Lizenz seid ihr am flexibelsten. Weil nehmen wir an, ihr habt einen Server mit 24 Kernen. Dann, oder machen wir 32 Kerne. Ja, bei 32 Kernen haben wir ganz viele Optionen. Bei 32 Kernen könnte ich nämlich sagen, ich nehme einfach zweimal die P46171-A21, also ich nehme zweimal die 16-Core-Basislizenz. Das verbietet mir niemand. Ich muss die einmal am Server haben, aber ich darf die auch zwei- oder dreimal haben. Ich könnte aber auch sagen, ich nehme diese 16-Kerne-Basislizenz und dann nehme ich achtmal die 2-Kerne-Additional-Lizenz dazu. Da komme ich auch auf 32 Kerne. Sollte sich jetzt aber was ändern, sollte ich die Lizenz übertragen auf einen neuen Server, der vielleicht plötzlich nur noch 24 Kerne hat, dann habe ich, wenn ich so granular arbeite, die Möglichkeit, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich 4 mal 2 Kerne plus die Basislizenz auf den neuen Server mit und 4 mal 2 Kerne habe ich frei, um die auf einem anderen Server von HPE im Unternehmen zu verwenden, der aber natürlich auch eine Basislizenz braucht. Also diese Basislizenz brauchen wir immer, auch wenn der Server weniger Kerne hat, es sei denn natürlich, wir lizenzieren alternativ mit Essentials. Und die Additional Cores dann, um entsprechende Kerne aufzufüllen. Bei der Data Center Edition wäre das analog. 16 Kerne ist die Basislizenz und dann haben wir die Möglichkeit, durch Additional Core Licenses aufzufüllen, um auf die Kerne zu kommen, die wir im Server dann entsprechend haben. Sehr unkompliziert, glaube ich. Und mit diesem Line-up der Lizenzen kommt man dann auch sehr, sehr schnell ans Ziel. Wenn es mal komplexer ist, gerne immer an den Mark Schiller wenden und der kann dann auch immer gerne, wenn irgendwas ist, auf mich zukommen. So, jetzt haben wir eine Frage im Chat. Welche Lizenz muss ich zusätzlich verwenden, wenn ich auf einem Standard-Server mehr als zwei virtuelle Maschinen betreiben will? Das ist eine super Frage, weil zu dem Thema kommen wir jetzt sofort. Ich hatte gerade erklärt, dass wir bei Windows Server bei der Lizenzierung ja tatsächlich an Prozessorkerne denken. Das heißt, wir lizenzieren mindestens 16 Kerne. Um korrekt lizenziert zu sein bei Standard und Data Center, müssen wir mindestens 16 Kerne lizenzieren. Das heißt, wenn der Server 8 Kerne hat, muss ich auch lizenzieren. Wenn er 12 Kerne hat, muss ich 16 lizenzieren. Wenn er 20 Kerne hat, muss ich 20 lizenzieren. Wenn er 24 hat, muss ich 24 lizenzieren. Soweit erstmal, dass ich Windows Server auf diesem Produkt nutzen darf. Jetzt hat ein Windows Server Standard zwei virtuelle Windows Server Nutzungsrechte mit dabei. Bedeutet, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen, wir installieren technisch Windows Server auf der Hardware. Nehmen wir an, dieser HPE ProLiant, den wir hier sehen, der hat 20 Prozessorkerne. Wir haben Windows Server 2022 Standard lizenziert als Basislizenz mit 16 Cores plus 2 mal 2 Additional Cores. Dann kommen wir auf die 20. Und jetzt dürfen wir Windows Server installieren. Das heißt, das, was ich da mache, Windows Server ist auf dem System installiert, das darf ich tun. Und ich darf Hyper-V aktivieren, weil Hyper-V ist ja fester Bestandteil von Windows Server. Ja, jetzt habe ich Hyper-V aktiviert. Das darf ich machen.
Wunderbar. Ganz wichtig, wenn ich auf einem Server Hyper-V aktiviere, dann bitte keine weiteren Rollen installieren. Das hat nämlich sowohl Lizenzauswirkungen als auch technische Auswirkungen. Also da machen wir dann wirklich nur das Häkchen nur Hyper-V. Dadurch erhalten wir den Hypervisor. Und jetzt dürfen wir auf diesem HPE ProLiant-System zwei virtuelle Maschinen mit Windows Server nutzen. Jetzt haben wir Windows Server 2022 als HPE ROC lizenziert. In den VMs darf Windows Server 2022 laufen oder 2019 oder 2016. Das heißt, wir haben auch ein Downgrade-Recht auf vorherige Versionen. Dürften wir auch mixen. Ich könnte sagen, der erste Server, das ist ein Windows Server 2022 und den zweiten brauche ich für eine spezielle Applikation und da läuft noch Windows Server 2019 drin. Das ist gar kein Problem. Jetzt war die konkrete Frage, ich will aber gar nicht diese zwei virtuellen Maschinen, sondern soll vielleicht noch eine dritte hin. Und da ist jetzt wichtig, wir müssen erneut die physische Hardware lizenzieren. Und zwar wieder mit allen Kernen, die dort verbaut sind, nämlich in dem Fall, wie ich es beschrieben hatte, wieder 20 Kerne. Das heißt, ich lizenziere erneut 20 Kerne. Das darf ich jetzt machen, indem ich zu den bereits 20 lizenzierten Kernen 10-mal die 2 Core Additional Lizenz hinzufüge. Ich könnte allerdings auch so vorgehen, dass ich die Basislizenz nehme mit 16 Kernen und 2x 2 Core Additional Lizenz dazu. Da bin ich vollkommen frei. Ich muss erneut 20 Kerne lizenzieren, wenn der Server 20 Kerne hat. Also es gilt wieder die Regel, mindestens 16 Kerne, aber alle, die verbaut sind in dem Server und die auch aktiv sind, da kommen wir gleich dazu. Und dann dürfte ich bis zu 4 virtuelle Windows-Server hier betreiben an der Stelle. Das ist eine super Sache, weil ich so Standardlizenzen stacken kann, so nennt sich das. Und bei diesem Lizenz-Stacking komme ich natürlich irgendwann mal an den Punkt, wo ich sage, oh, ich habe sehr viele virtuelle Maschinen. Da müsste ich ja 10, 20 solche Lizenzierungsrunden machen. Naja, dafür gibt es dann genau die Data Center Edition, weil wenn ich die Data Center Edition einmal für alle Kerne des physischen Hosts lizenziere, habe ich unlimitiert viele virtuelle Windows-Server-Nutzungsrechte auf dem lizenzierten Host, also nicht beim Kunden, sondern auf dem lizenzierten Host. Und der Break-Even, so kostentechnisch, da bitte immer beim Mark Schiller nochmal mit dem konkret aktuellen Preis vergleichen. Aber so ungefähr kann man sagen, bei 10 virtuellen Maschinen ist dann der Punkt, wo die Data Center Edition günstiger ist. Ich sage dann ja in Gesprächen immer, Mensch, wenn ihr 6 oder 7 virtuelle Maschinen mit Windows Server habt, überlegt doch mal, wo das Ganze vielleicht noch hinwächst. Weil wenn ich Data Center habe, dann ist es für mich egal, ob ich in einem Jahr 10 oder 12 oder 20 virtuelle Maschinen habe. Meine Hardware muss passend ausgestattet sein, aber lizenztechnisch ist es dann für mich auf diesem Server erledigt. Jetzt, wenn ich 8 virtuelle Windows Server habe und mich aus Kostengründen, weil ich vielleicht ein bisschen Geld spare, für das Stacking von Standard entscheide und dann merke, oh, jetzt sind es aber nicht nur 10, sondern jetzt werden es 12 oder 14, dann ist es natürlich ärgerlich, weil technisch ist die Umstellung von Standard auf Data Center gar kein Problem. Wenn ich also von so einem Server, nehmen wir an, auf dem HPE ProLiant hier ist Windows Server 2022 Standard installiert und ich will jetzt Data Center drauf haben, dann bestelle ich bei Mark Schiller einfach die Data Center HPE ROC Lizenz, dann kann ich ohne Neuinstallation des Servers auf Data Center wechseln. Der muss einmal neu starten, aber ich brauche keine Neuinstallation. Ich habe dann aber halt ganz viele Standardlizenzen, die ich erstmal übrig habe. Die werden dann nicht irgendwie angerechnet. Da gibt es nicht ein Umwandlungsprogramm, was die Lizenzen angeht, aber von der Technik her geht's. Jetzt haben wir noch eine Frage. Muss ich die Grundinstallation Hyper-V nicht als vergebene Lizenz rechnen? Nein, das ist das Schöne. Hyper-V ist von Microsoft kostenfrei in allen Windows Server Editionen enthalten. Und somit haben wir zwar diese Grundinstallation, wie es gerade in der Frage genannt wird, was mit technischem Begriff die sogenannte Parent OS Partition ist, also das Grundbetriebssystem.
Das habe ich zwar nur einmal inkludiert, das heißt, wenn ich dieses Stacking der Lizenzen mache, dann habe ich nicht immer drei zusätzliche Windows-Server, die ich nutzen darf, sondern zwei entsprechend. Aber diese Parent Partition braucht, ist nicht eine extra Lizenz, die da nochmal zählt. Wichtig ist, ich darf halt hier keine weiteren Rollen aktivieren. Würde ich hergehen und irgendwelche Rollen aktivieren, also nehmen wir an, ich würde hier bei Active Directory irgendwo ein Häkchen reinmachen, dann würde ich ein virtuelles Nutzungsrecht verlieren aus Lizenzsicht und es wäre technisch auch nicht mehr supported. Deswegen nutzen wir den Parent einfach dann nur für Hyper-V. Ist eine spannende Sache. In der Vergangenheit wurde ich ganz häufig gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt einen anderen Hypervisor habe? Also, wenn ich nicht Hyper-V nutze. Jetzt gibt es da ja aktuell so ein bisschen Bewegung im Markt mit anderen Virtualisierungslösungen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage gar nicht mehr so oft kommt, aber um die auch gleich zu beantworten, wenn ich einen anderen Hypervisor habe, dann entscheide ich mich als Kunde, diese sogenannte Parent Partition, die im Chat als Frage, als Grundinstallation auch bezeichnet wurde. Und das ist für mich vollkommen fein. Also unsere Grundinstallation, unser Basis-Windows, unsere Parent-Partition, da entscheiden wir uns, die nicht zu nutzen, sondern eine andere Virtualisierungslösung einzusetzen. Das sehen wir ja auch hier Third-Party-Hypervisor. Die Lizenzierung erfolgt ganz genauso. Das heißt, wenn ich den Server komplett einmal mit Standard lizenziere, die physische Hardware, dann habe ich zwei virtuelle Nutzungsrechte. Wenn ich das doppelt lizenziere, habe ich vier. Wenn ich es dreimal lizenziere, habe ich sechs virtuelle Nutzungsrechte. Naja, und wenn ich den Host mit Data Center lizenziere, dann habe ich unlimitiert viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Aber gedanklich bitte bei der Lizenzierung immer an den Host denken. Es gibt eine Ausnahme. Wenn wir zur HPE ROC-Lizenz eine Software Assurance hinzufügen, das geht, das dürfen wir machen, haben wir Vorteile der Software Assurance. Und bei der Software Assurance gibt es auch ein sogenanntes Flexible Virtualization Benefit. Das ist hauptsächlich dafür gedacht, wenn wir so eine Lizenz plötzlich außerhalb des Unternehmens in einem Hosting-Szenario einsetzen wollen. Das ist neu, das gab es früher nicht. Das gibt es seit Oktober letzten Jahres, ist also eine relativ neue Funktionalität. Das Flexible Virtualization Benefit macht es aber nicht günstiger. Also im ersten Moment denkt man dran, wenn ich jetzt VMs lizenziere, vielleicht bin ich dann flexibler, vielleicht bin ich dann günstiger. In so einem Szenario nicht. Das Flexible Virtualization Benefit kann dann interessant sein, wenn ich hier unten einen Host mit sehr viel Kernen habe. Nehmen wir an, ich habe hier diesen ProLiant Server mit 64 Kernen. Ich nutze einen Third-Party-Hypervisor und ich habe dort zwei Windows-VMs drauf, aber 60 Linux-VMs. Dann würde ich, wenn ich klassisch lizenziere, nur mit HPE ROC den kompletten Host lizenzieren müssen. Wäre bei der Volumenlizenz übrigens genauso. Also 64 Kerne. Wenn jetzt aber meine Windows Server VMs jeweils nur 8 Kerne haben oder 8 VCPUs haben, dann komme ich auf 16. Und in dem Fall wäre es kalkulatorisch günstiger zu sagen, ich nehme die HPE ROC-Lizenz plus Software Assurance. Software Assurance ist hier das Schlüsselwort. Dann darf ich das Flexible Virtualization Benefit anwenden. Und das Flexible Virtualization Benefit erlaubt es mir, dann VMs zu lizenzieren. Jede VM wird dort aber mit mindestens 8 VCPUs gerechnet, auch wenn sie weniger hat. Und somit hätte ich mit einer HPE ROC-Basislizenz mit 16 Kernen plus 16 Kerne Software Assurance die Möglichkeit, bis zu zwei VMs zu lizenzieren. Wenn ich einen Host habe, wo ich sehr viel Windows habe, dann rechnet sich das nicht mehr. Dann habe ich Vorteile durch das Hinzufügen der Software Assurance. Ich darf dann immer die neuesten Bits und Bytes einsetzen und so weiter. Aber es ist nicht mehr so, dass ich dann ein Szenario habe, dass ich durch dieses Flexible Virtualization Benefit vielleicht Kosten einsparen könnte. Was super spannend ist, ich weiß nicht, ob ich es in Schwarz auf Weiß dabei habe, dass wir in den Lizenzbedingungen seit einiger Zeit auch stehen haben, genau, dass wir nur aktive Kerne lizenzieren müssen. Da steht nämlich,
Kann man nachlesen in Lizenzbedingungen. Wenn die Anzahl physischer Cores in dem Server höher ist als die mindest zu lizenzierende 16 Cores, benötigen Sie zusätzliche Core-Lizenzen. Das haben wir geklärt. Wenn wir physische Cores, die zur Nutzung durch das Betriebssystem deaktiviert sind, haben, dann müssen diese nicht lizenziert werden. Wie machen wir das? Wenn wir bei so einem HPE ProLiant Server ins BIOS oder die Firmware reingehen, dann können wir dort einstellen, wie viele der vorhandenen Cores aktiv sein sollen. Wenn wir dort Cores deaktivieren, sieht die das Betriebssystem nicht mehr. Und dann müssen die nicht lizenziert werden. Das ist super spannend, wenn ihr euch nämlich überlegt, dass ihr sagt, naja, jetzt kaufen wir einen Server, der soll die nächsten 3 Jahre halten. Da habe ich jetzt heute 8 virtuelle Maschinen drauf. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich lizenziere vielleicht gleich mal mit Data Center, würde aber genauso mit Standard gelten. Und ich nehme die Hardware ein bisschen größer. Ich nehme so einen HPE DL380 Server. Dann wisst ihr, der hat sehr viele RAM-Slots. Da Arbeitsspeicher nachzurüsten, ist gar kein Problem. Kaufe ich einfach in einem Jahr zusätzliche RAM-Module als HPE-Erweiterung, habe ich die drin. Auch Festplatten-Slots hat der vorne entsprechende. Das heißt, da kann ich auch Festplatten oder SSDs oder NVMEs, je nachdem, was ich drin habe, nachrüsten. Was meist schwierig ist, ist das Thema CPU. Ja, ich sehe es in der Praxis eigentlich nie, dass CPUs getauscht werden. Ich hatte einmal den Fall in einem Rechenzentrumsbetrieb, wo die wirklich massive Probleme hatten, weil sie die CPUs zu klein gekauft hatten. Die haben dann wirklich ausgetauscht. Da waren die Server aber noch sehr, sehr neu. Ansonsten wird man immer versuchen, dass man mit den CPUs zurechtkommt. Also würde es sich lohnen, die CPU ein bisschen größer zu kaufen. Eine Nummer größer der CPU. Hat aber natürlich den Nachteil, nach allem, was wir bisher gehört haben, bevor wir diesen Absatz gesehen haben, dass ich ja alle Kerne, die da drin stecken, auch lizenzieren muss. Also werde ich doch wieder ein bisschen versuchen, auszuhalten. Und jetzt ist es so, mit der Information könntet ihr natürlich, wenn ihr beim Mark Schiller einen Server anfragt, sagen, was kostet denn die größere CPU? Oder 2 Nummern größer? Und dann könnt ihr für euch gedanklich wirklich nur den CPU-Preis kalkulieren, weil ihr nicht genutzte Kerne einfach erstmal abschaltet, die dann auch nicht lizenzieren müsst. Und wenn ihr die später aktiviert, müsst ihr halt dran denken, dass ihr dann die Additional Core-Lizenz nachkauft. Also das darf man nicht vergessen, sonst ist man falsch lizenziert, weil auch dort nirgends eine Warnlampe angeht. Aber technisch ist das problemlos möglich. Und wie ihr hier schwarz auf weiß seht, kann man auch im Lizenzvertrag nachlesen. Das sind die OEM-Lizenzbedingungen, wie ihr hier seht. Ich habe extra die weltweiten genommen. Die, also im Original englischsprachigen, da steht das auch drin, weil die gelten überall. Teilweise gibt es dann in den Ländern nochmal Verfeinerungen, die aber, wenn dann, mehr Rechte zulassen. Also ihr habt nie den Fall, dass ihr im spezifischen Land größere Einschränkungen habt, weil typischerweise gibt euch eher der Gesetzgeber mehr Möglichkeiten. Aber selbst in dem international gültigen steht das mit den Kernen drin, gilt nur für die OEM-Lizenz. Wenn ihr eine Volumenlizenz kauft, habt ihr die Option nicht. Auch bei CSP habt ihr die Option nicht. Aber bei der HPE Rocklizenz könnt ihr das machen und somit da wirklich Geld sparen an der Stelle. Gut. Dann schauen wir doch mal mit schnellen Schritten in Richtung Remote Desktop Services. RDS kennt ihr. Remote Desktop Services ist eine Technologie, die ganz viele Unternehmen einsetzen. Früher hat man das einfach Terminal Server genannt. Und die Remote Desktop Services, die stecken im Windows Server drin, auch in Essentials. Man installiert da mehrere Komponenten. Es gibt dann Gateway für den Zugriff von außen. Man kann einen Webzugriff ermöglichen. Es gibt einen Connection Broker, der dafür zuständig ist, dass man seine alte Session wieder zurückbekommt. Es gibt dann die entsprechenden Session Hosts, wo die Sitzungen ausgeführt werden. Also es ist die richtige Technologie für Remote-Zugriffsszenarien. Und es ist so, was wichtig ist zu wissen, Remote Desktop Services steckt im Windows Server drin, aber wir brauchen zu den Windows Zugriffslizenzen zusätzlich RDS-Calls. Jetzt, wenn ich RDS auf einem Windows Server 2022 Essentials nutze,
dann brauche ich RDS-Calls. Ich habe zwar keine Windows Server-Calls, die ich brauche, die Zugriffsrechte für Windows Server sind drin, aber für RDS brauche ich die RDS-Calls on top. Bei Standard und Data Center ist es sowieso klar. Was man machen kann, man kann sich überlegen, mache ich das pro Device oder pro User? In der heutigen Zeit wird häufig pro User gewählt, weil der User, der hat vielleicht ein PC, aber der hat irgendwo auch noch ein Smartphone und ein Tablet und will da vielleicht auch zugreifen. Aber das können wir frei wählen. Auch dort bei RDS gibt es die Calls von HPE und auch dort gilt wieder, sie haben keine funktionellen Einschränkungen, sind aber ein Stückchen günstiger. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auf die zurückzugreifen. Und bei den RDS-Calls ist ganz interessant, dass wir ja also sowohl die User als auch Device-Calls haben. Die bitte nicht verwechseln bei der Bestellung, dass ihr das Richtige habt. Und da nehmen wir an, wir hätten 10 User, dann müssten wir eben zweimal diese 5 User kaufen und hinzufügen. Das heißt, da gibt es dann wirklich einen Lizenzserver. Also bis hierher hatte ich immer gesagt, das wird nicht geprüft, wie viele Kerne ich habe, wie viele User zugreifen und so weiter. Aber bitte trotzdem richtig lizenzieren. Ich hatte das mit der Geschwindigkeitslimitierung verglichen. Da halten wir uns typischerweise schon dran. Also ich versuche es immer, auch wenn es dann aus Versehen mal passiert ist neulich, wo ich aber auch kleine Strafe gekriegt habe. Bei den RDS-Calls ist es so, dass wir einen Lizenzserver haben, der drüber wacht. Das wäre so, wie wenn euer Auto, wenn ihr eine Geschwindigkeitsbegrenzung habt, automatisch langsamer fährt und wenn ihr Gas gebt, wird es nicht schneller. Also da ist wirklich so, die müssen aktiviert werden. Wenn sich ein User anmeldet, bekommt er auch die Lizenz zugewiesen. Das ist immer dann ungünstig, wenn man eine Umgebung hat, wo man mit Usern testet, die dann hinterher gar keine Remote Desktop Services nutzen sollen, weil so eine Lizenz ist an den jeweiligen User 30 Tage gebunden. Also ich kann schon sagen, die RDS-Call Nummer 1, die hat heute der Manfred und in einem halben Jahr der Marc. Aber ich kann nicht sagen, die hat heute der Manfred und morgen der Marc und übermorgen wieder der Manfred. Das heißt, es gibt ja immer eine 30 Tage Bindungsfrist. Und ich sehe noch eine Frage im Chat, die würde ich gleich beantworten, wenn wir durch dieses Thema durch sind, weil das war noch von dem vorherigen Thema. Was bei Remote Desktop Services ganz wichtig ist, viele, viele Kunden nutzen natürlich in Verbindung mit Remote Desktop Services auch eine Office-Anwendung. Und bei unserem letzten Webinar hatten wir schon darüber gesprochen hier, dass es Office bei Microsoft natürlich in verschiedenen Ausprägungen gibt. Es gibt das Office als sogenanntes Office LTSC. Das ist aktuell die Version 2021. Die könnte ich auf einem Windows Server 2022 als RDS-Host nutzen. Aber mit den Microsoft 365 Apps hatten wir, als der Windows Server 2022 auf den Markt kam, die Situation, dass hier noch nicht Oktober 2026 stand, sondern da stand hier, dass das nicht unterstützt wird. Das hat dann ein bisschen gedauert. Seit Februar 2023 wird es unterstützt. Das heißt, wir können auch, wenn ein Kunde Microsoft 365 Apps einsetzt, diese in Verbindung mit einem RDS-Host nutzen, wenn es mindestens die Microsoft 365 Apps Business Premium sind, Business Standard, hat zum Beispiel nicht die Nutzungsrechte dabei, aber Business Premium hätte die dabei. Und jetzt kommt hier ganz häufig die Frage von Kunden, ja, was ist denn aber nach Oktober 2026? Wir haben jetzt ja schon Januar 2024, wie geht es denn da weiter? Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass wir, bis wir die neue Zahl, die hier steht, kennen, warten müssen, bis der nächste Windows Server auf den Markt kommt. Das heißt, Stand heute können wir bis Oktober 2026 planen. Was aber sehr gut ist, Microsoft hat eine Ankündigung gemacht und das ist jetzt so ein offizielles Microsoft-Slide, was ich verwenden darf, aber auch so unverändert nutzen soll, damit da keine Missverständnisse beim Wortlaut entstehen. Deswegen ist da jetzt die Farbe etwas anders und das Layout etwas anders. Microsoft sagt, okay, wir haben für die Microsoft 365 Apps einen Support für Windows Server 2022 und das ist exakt das, was ich gerade gezeigt habe. Und der Windows Server VNext, also der Nachfolger von Windows Server 2022, der wird das in gleicher Form machen, nämlich
Auf dem Windows-Server-Betriebssystem die Microsoft 365 Apps während des Mainstream-Supports unterstützen. Jetzt wissen wir noch nicht, wie lang der Mainstream-Support des nächsten Windows-Servers ist. Aber wenn wir mal in die Vergangenheit blicken, dann war das so. So ein Windows-Server 2012 zum Beispiel, der kam im Jahr 2012 auf den Markt und der hatte dann einen Mainstream-Support bis 2018, also 6 Jahre. Da gab es dann noch eine R2-Version, die war von 2013 bis 2018, also 5 Jahre. Der Server 2016 hatte Mainstream-Support von 2016 bis 2022, waren 6 Jahre. Der 2019 hatte 2018 bis 2024. Entschuldigung, wir sollten vielleicht auf die Monate auch schauen. Also es waren zwar 6 Jahreszahlen dazwischen, aber von den Monaten her war es knapp über 5 Jahre. Naja, und dann haben wir den Windows Server 2022. Also es sind immer so um die 5 bis 6 Jahre Mainstream-Support, die wir haben. Und so erwarten wir das auch bei der nächsten Version des Windows Servers. Das heißt, das ist jetzt keine Ankündigung, das ist kein Versprechen, das ist keine Aussage oder Zusage, das ist ein reines Rechenexempel. Nehmen wir an, der Windows Server VNext würde auf den Markt kommen am 20.10.2024 und er hätte einen Mainstream-Support bis 20.10.2029, dann würde diese Liste hier ergänzt um eine Zeile Windows Server VNext und dann würde hier stehen Oktober 2029. Das ist jetzt viel würde, hätte, täte. Das ist was, was wir aus heutiger Sicht noch nicht sagen können. Die einzige Aussage, die Microsoft getroffen hat, es geht hier weiter. Aber in der Vergangenheit war es so, dass ich so einen RDS-Host sehr lange betreiben konnte. Ich konnte also zum Beispiel sagen, Mensch, ich nehme so einen Windows Server 2012 R2 vielleicht und installiere den im Dezember 2013 und ich nutze den bis Oktober 2023 als RDS-Host mit Office. Also eigentlich 10 Jahre lang. Das wird in Zukunft nicht mehr gehen, weil wir haben diesen Support für die Office-Applikation aus dem Microsoft 365-Paket immer nur im Mainstream-Support. Das heißt, so ein RDS-Host muss tendenziell so circa alle 4 bis 5 Jahre aktualisiert werden. Das ist jetzt aber wiederum aus Hardware-Sicht natürlich auch sehr sinnvoll, weil in RDS-Szenarien haben wir häufig eine hohe Userlast, entsprechende Anforderungen der User. Und da tut sich ja im Bereich der Hardware sehr viel. Ihr kennt das mit den Server-Releases bei HPE, mit den neuen CPUs entsprechend. Da habt ihr typischerweise in der jeweils nächsteren Generation immer ein viel, viel höheres Leistungsniveau, und einen geringeren Energieverbrauch pro Leistungseinheit, das ist nämlich auch so ein Thema. Also man kann nicht automatisch sagen, dass der Server immer weniger Strom verbraucht, weil sie werden ja auch viel leistungsfähiger, aber pro Leistungseinheit der Stromverbrauch ist typischerweise geringer, aber da einfach dran denken. Gut, RDS, wenn es Fragen gibt, gerne jetzt reinschreiben. Ich kümmere mich mal um eine Frage, die vorhin kurz nach dem CPU-Thema kam. Ist nämlich eine Frage, gibt es keine Probleme bei einem Windows Server, wenn man von einer CPU auf zwei CPUs nachträglich ausbaut? Nein, überhaupt nicht. Windows Server Essentials erlaubt nur eine CPU-Sockel. So, da dürften wir es nicht machen. Standard und Data Center erlauben bis zu 16 CPU-Sockel. Sowas gibt es aber in Industriestandard-Servern gar nicht. Also typisch sind 2 und 4 Sockel gibt es dann teilweise noch. Die unterstützen sogar Hot-Add-CPU. Das heißt, ich kann im laufenden Betrieb CPUs hinzufügen. Das ist von der Hardware her nicht ratsam. Das erlaubt nämlich die Hardware in den meisten Fällen nicht. Also da sollte man den Server schon runterfahren. Ist aber für das Betriebssystem überhaupt gar kein Problem. Genau. Wichtig ist, die müssen natürlich identisch sein. Ja? Also wir können nicht unterschiedliche CPUs mixen. Das ist aber ein Hardware-Thema auch wieder. Das erfahrt ihr dann für euer jeweiliges HPE-Server-Modell. Gut, prima. Dann schauen wir mal, was so der nächste Windows-Server eigentlich noch so alles bringt. Ganz wichtig,
Bitte nicht auf diesen nächsten Windows-Server jetzt warten und sagen, oh, da haben wir jetzt was gehört, da kommt schon was. Wir haben vielleicht noch Windows-Server 2016 oder so, da warten wir mal ab, bis der nächste da ist. Das wird noch dauern. Und bitte bedenkt Folgendes, Windows-Server 2012, 2012 Release 2 ist schon aus dem Support raus, bekommt keine Sicherheitsupdates mehr. Also wenn ihr sowas habt, ganz dringend und schnell upgraden. Wenn ihr Windows Server 2016 habt, dann bedenkt bitte, dass der aus dem Mainstream Support raus ist. Das heißt, ihr bekommt nur noch Sicherheitsupdates und keine Feature-Updates mehr. Und das gleiche beim Windows Server 2019. Der ist jetzt seit gut 2 Wochen aus dem Mainstream Support raus. Microsoft hat so in dieser ganzen End-of-Support-Kommunikation immer den Extended Support im Blick. Also da habt ihr sicher ganz viel gehört zum Ende des Supports für Windows Server 2012 und 2012 Release 2. Ich würde Systeme immer ablösen, wenn sie das Ende des Mainstream Supports erreicht haben. Das hat sich in der Praxis absolut erwähnt. Ja, ihr habt die zusätzlichen Lizenzkosten, das spart sich aber wieder vielfach ein bei dem geringeren Verwaltungsaufwand. Ja, und zu der nächsten Version des Windows Servers gibt es noch etwas zu sagen. Es gibt eine neue Upgrade Experience. In der Vergangenheit war es immer mal so, dass man vielleicht so eine Aktualisierung nicht nur verschoben hat, weil man eine neue Lizenz gebraucht hat, sondern auch weil man sagte, Mensch, das ist so aufwendig und dann muss ich wieder auf das und das Rücksicht nehmen. Windows Server VNext wird eine Aktualisierung unterstützen, die so ähnlich abläuft, wie es heute bei dem Windows 11 der Fall ist, wo ja auch eine neue Version bekommt, installiert sich und ihr könnt eigentlich nahtlos weiterarbeiten. Voraussetzung für diese neue sogenannte In-Place-Upgrade-Experience ist aber, dass die bestehenden Systeme schon Windows Server 2022 haben. Das heißt, wenn ihr Windows Server 2019 oder 2016 habt und dann auf die nächste Version des Windows Servers umsteigt, dann habt ihr kein vereinfachtes Vorgehen. Dann funktioniert das so wie in der Vergangenheit mit dem vollen Aufwand. Wenn ihr jetzt auf Windows Server 2022 umstellt oder den schon habt, dann werdet ihr zwar die neue Windows Server Version als Lizenz ganz normal erwerben müssen. Also da gibt es nach heutigem Kenntnisstand nicht irgendwie einen Discount oder sowas. Aber der Weg dorthin ist viel, viel einfacher und von daher lohnt es sich, diesen Schritt zu gehen auf Windows Server 2022 jetzt vorab auf jeden Fall. Was tut sich ansonsten? Es gibt eine neue Active Directory Version und da war ich sehr überrascht, weil das Active Directory war für mich sowas, das wurde jetzt schon viele Jahre nicht mehr gepflegt. Da haben wir aktuell den Versionsstand 2016. Das heißt, auch wenn wir einen Windows Server 2022 als Domain Controller einrichten, ist der im Funktionsmodus 2016. Da gibt es eine neue Generation, die im Moment vNext heißt, also die wird dann irgendwie den Namen des nächsten Windows Servers tragen. Naja, und da wird die Datenbank des Active Directory komplett umgekrempelt. Das ist sehr technisch und da wollen wir vielleicht gar nicht so ins technische Detail gehen, aber es führt dazu, dass die Active Directory Datenbank schneller wird, dass sie besser skalierbar ist und dass sie neue Erweiterungen unterstützt. Welche das sind, da weiß ich noch nichts drüber, aber es wird schon seinen Sinn haben, dass das Microsoft ausgebaut hat. Das heißt, man hat da sicher Pläne. Und es ist ja im Moment auch noch nicht bekannt, wie der neue Exchange-Server dann heißt. Also im Moment ist die aktuelle Version Exchange 2019. Wir wissen aber, dass es einen neuen Exchange-Server geben wird. Und vielleicht braucht ja der dann auch diese neue Active Directory-Version. Das sind aber jetzt im Moment nur Spekulationen meinerseits. Wichtig ist, dass wir wissen, der neue Windows Server hat einen neuen Active Directory Funktionsmodus, der ist mit den alten natürlich kompatibel, aber wenn wir alle Server dann auf der neuen Version haben, haben wir eine bessere Skalierbarkeit und eine bessere Leistung. Da tut sich also eine ganze Menge an der Stelle. Dann ist es so, dass der neue Windows Server auch im Bereich traditionelles Storage mehr Möglichkeiten bietet. Wir haben nämlich ein sogenanntes NVMe over Fabric Initiator. Das heißt, wenn wir ein SAN-System haben, was NVMe Storage zur Verfügung stellt, dann können wir in einem Cluster zum Beispiel von diesem SAN-Storage die volle Leistung
konsumieren und verwenden. Auch die Technologie Storage Spaces Direct, die ja der Windows Server Data Center exklusiv hat, die bekommt alle Funktionalitäten, auch die, die heute Azure Stack HCI exklusiv nur hat. Das heißt, es gibt so ein paar Dinge wie Thin Provisioning und Stretch Clustering, die Stand heute nur in Azure Stack HCI zur Verfügung stellt, was ja auch ein Betriebssystem von Microsoft ist. Das wird der Windows Server in der nächsten Version auch unterstützen. Dann haben wir in der nächsten Version des Windows Servers im Bereich der GPU-Unterstützung das sogenannte GPU-Partitioning. Das ist jetzt ganz interessant, wenn wir einen virtualisierten RDS-Host haben. Das ist Stand heute auch exklusiv für Azure Stack HCI nur verfügbar. Der nächste Windows Server wird die Möglichkeit haben, dass ich eine physische GPU, die im Server verbaut ist, in granularen Einheiten an die virtuellen Maschinen durchreiche. Wichtig ist da allerdings, wir brauchen eine aktuelle Servergeneration, also es müsste Intel Sapphire Rapids mindestens sein oder AMD Milan. Das sind die CPUs, die wir auch in den aktuellen HPE ProLiant Systemen bekommen. Und dann wären wir in der Lage, mit den Nvidia A-Series GPUs so eine GPU-Partitioning durchzuführen, also GPUs granular an die VMs durchzureichen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Dann werde ich ganz häufig gefragt zu VPN-Verbindungen mit verschiedensten Hintergründen. Man hat dies oder jenes vor. Und da gibt es etwas Neues bei Microsoft. Das nennt sich SMB over Quick. Das können wir heute schon in Azure nutzen. Aber wenn ich Azure nicht nutzen möchte, sondern meine eigenen Server, steht das nicht zur Verfügung. Der nächste Windows-Server wird SMB over Quick auf einem lokalen Server unterstützen. SMB over Quick ist eine Alternative zu einer VPN-Verbindung, wenn es um Zugriffe auf Dateifreigaben geht. Also ich möchte von außerhalb des Unternehmens auf einen File-Server zugreifen, dann muss ich, wenn ich SMB over Quick nutze, nicht wie in der Vergangenheit eine VPN-Verbindung öffnen, um dann auf die Freigabe zugreifen zu können, sondern ich nutze ganz normal meinen Windows Explorer. Im Hintergrund ist SMB over Quick konfiguriert und ich kann von egal, wo ich mich befinde, sicher auf Dateifreigaben im Unternehmensnetzwerk zugreifen. Das Ganze ist auch noch hochperformant. Dann hat man sich im Windows Server überlegt, wie könnte man dann das Ganze ein bisschen sicherer machen? Und da sagt man, naja, was sind so typische Angriffsszenarien? Also ein Thema ist natürlich Benutzername, Kennwort durch einen zusätzlichen Authentifizierungsfaktor ersetzen. Da gibt es sehr, sehr viele Technologien am Markt. Aber eine andere Sache ist natürlich, dass man auch sagen könnte, wenn es da sehr viele komische Anmeldeaktivitäten gibt, dann sollte man vielleicht ein bisschen drauf reagieren. Und da gibt es einen sogenannten SMB Authentication Limiter. Das ist eine Sache, wo man sagt, mei, dass es sowas nicht schon längst gibt, aber das gibt es halt nicht. Das ist jetzt neu im nächsten Windows-Server, dass man sagen kann, es sind in bestimmten Zeiteinheiten nur eine bestimmte Anzahl von Authentifizierungsversuchen möglich. Wir sprechen jetzt nicht von 10 in der Minute, sondern wir sprechen davon ja typischerweise bei Brute Force Attacken Tausenden in der Sekunde, die durchgeführt werden. Und somit könnte man zum Beispiel erreichen, man hat hier so einen Test gemacht und hat diesen Rate Limiter eingerichtet, der aber frei konfigurierbar ist. Man sagte, naja, so 300 Brute Force Attacken pro Sekunde, sowas ist durchaus typisch, wo also pro Sekunde 300 Passwörter ausgeprobiert werden, hätte zur Folge Stand heute, dass man in 5 Minuten es schafft, 90.000 Passwörter auszuprobieren. Also ich würde jetzt so eine Brute Force Attacke im Unternehmen starten, bis es jemand groß merkt, habe ich schon 90.000 Passwörter durchgetestet und nach 10 Minuten entsprechend 180.000. Und das dauert schon mal ein bisschen, bis dann so Erkennungssysteme anschlagen. Mit dem Limiter
wäre so, dass wenn wir den aktivieren, ein vergleichbares Angriffsszenario 50 Stunden, also über 2 Tage dauert für den Angreifer. Und da kann natürlich der Security-Admin reagieren. Der merkt jetzt ja in seinem Event-Log, das sind dauernd fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Er muss das bloß nicht innerhalb von 5 Minuten merken, wo vielleicht das Monitoring gar noch nicht die Alerting-Mail verschickt hat, sondern er hat jetzt einen viel längeren Zeitraum. Und so kommen da viele, viele Kleinigkeiten in den neuen Windows-Server rein. Und man könnte fast sagen, wo man vielleicht bei Windows Server 2019 und 2022 den Eindruck hatte, dass da Microsoft gar nicht mehr so viel Energie reinsteckt, weil sehr viel Richtung Azure wandert, muss man jetzt bei der nächsten Windows Server Version sagen, das dreht sich gerade um. Es ist irgendwie an jeder Ecke ein bisschen was gedreht. Natürlich hat es Microsoft auch nicht ausgelassen, zu sagen, es gibt ein paar Dinge, die dann nur mit einem Azure-Bezug gehen. Also es gibt zum Beispiel eine Technologie, die wird der nächste Windows Server auch unterstützen. Das ist das sogenannte Hot Patching. Das führt dazu, dass ich Updates im Windows Server installieren kann, ohne den durchstarten zu müssen. Das wird mit dem Windows Server gehen, das wird auf der HPE Hardware gehen, aber ich muss den Server dann Azure Arc enablen. Das ist eine Technologie, die den quasi ins Azure Rechenzentrum verknüpft. Und das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass irgendwelche Daten von euch da übertragen werden, sondern dieses Hot Patching wird extra Geld kosten, was dann über Azure abgerechnet wird. Und es ist so, dass es überhaupt bei dem neuen Windows Server eine Möglichkeit gibt, den auch von der Lizenz her über Azure zu bezahlen. Da gibt es eine sogenannte Pay-as-you-go-Option. Da ganz wichtig, wir hatten es heute davon. Es gibt Stand heute auch schon die Möglichkeit, das über CSP zu machen, über Volumenlizenz zu machen. Aber die kostengünstigste Version ist die HPE Rock-Lizenz und da wird man beim neuen Windows Server dann halt anklicken müssen, User Product Key. Und da ist die Empfehlung, macht es weiterhin mit der HPE Rock-Lizenz, bereitet euch da dann schon entsprechend drauf vor, bereitet auch eure Kunden drauf vor, weil wenn die das falsch klicken und zufälligerweise schon eine Azure Subscription haben, dann wird das über die abgerechnet. Es ist aber um ein Vielfaches teurer, wie wenn er die Lizenz kauft. Nicht im ersten Moment, ja, weil das ist ja an dieser Subscription immer das Schöne. Ich zahle natürlich, ich kaufe ja nicht im ersten Monat die Lizenz, sondern ich zahle einen Anteil. Und gefühlt ist es nach 6 Monaten immer noch günstiger, aber nach 12 Monaten kommt dann das Erwachen. Und typischerweise nutzt ihr so einen Server länger als 12 Monate. Und bei all diesen Subscription-Modellen, die ich bisher nachgerechnet habe, war es so nach 10, allerspätestens nach 12 Monaten so, dass der Kauf der OEM-Lizenz, wo die HPE Rock-Lizenz dazu zählt, die günstigere Variante war. So, da gibt es noch ganz viel Spannendes zu berichten zum nächsten Windows Server. So ein erster Einblick war es, denke ich. Ich bin mir sicher, dass wir uns da hier im Rahmen eines künftigen Webinars nochmal sehen. Ich möchte jetzt die Zeit nutzen, aber 2 Fragen auf jeden Fall zu beantworten, die ich hier im Chat noch gesehen habe. Und zwar ist eine Frage, welche Einschränkungen gibt es für die ROC-Lizenz gegenüber den Open-Value-Lizenzen? KMS-Key zum Beispiel ist eine. Gibt es weitere? Also, es gibt außer dem KMS-Key für die Aktivierung keinen funktionellen Unterschied zwischen der Windows Server Edition in den unterschiedlichen Vertriebskanälen. Dazu ganz kurz zur Erklärung: Die HPE ROC-Lizenz ist wie jede andere OEM-Lizenz eine Lizenz für die sogenannte Einzelaktivierung. Das heißt, ich habe einen Server und dieser Server hat eine Lizenz zugewiesen, da habe ich einen Product Key dafür. Und diesen Server, also nehmen wir mal den hier zum Beispiel, den aktiviere ich mit dem spezifischen Product Key. Und wenn ich einen zweiten Server habe, dann nehme ich dort den anderen Product Key und bei einem dritten Server wiederum diesen Product Key. Bei einer Volumenlizenz gibt es die Möglichkeit, mit einem MAC-Schlüssel mehrere Server mit dem gleichen Key zu aktivieren, oder einen KMS-Server aufzubauen. Jetzt spare ich dadurch aber kein Geld, weil ich ja die Lizenzen zu einem höheren Preis pro Lizenz trotzdem genauso kaufen muss. Aber tatsächlich ist das der einzige Unterschied. Ein volumenlizenzierter Windows-Server könnte KMS zur Verfügung stellen und über KMS aktiviert werden.
Bei einem OEM-Produkt ist es immer eine Einzelaktivierung. Und da haben wir noch eine Frage. Hast du Erfahrung, was geschieht, wenn die Server aus dem Mainstream-Support raus ist und Microsoft 365-Apps noch drauf laufen? Funktionieren tun sie ja sicher noch, aber wie lange ist das dann der Fall? Das ist ein wichtiger Punkt, weil Microsoft hat dazu ein Versprechen abgegeben. Das habe ich jetzt hier nicht dabei, aber das könnte ich nachliefern. Das ist schriftlich dokumentiert. Microsoft wird nach Ablauf eines solchen Support-Zeitpunktes kein Produkt deaktivieren. Also Microsoft wird nicht einen Schalter umlegen, sodass ich sage, okay, ab November 2026 geht es nicht mehr. Microsoft wird aber auch keine Rücksicht drauf nehmen, sagt dieses Statement. Das heißt, wenn es irgendeine Produktentwicklung gibt, die im November 2026 dazu führt, dass die Microsoft 365 Apps nicht mehr auf dem Windows Server 2022 laufen, dann wird man da keine Rücksicht drauf nehmen. Gut. Da haben wir eine letzte Frage, die ich sehe. Wenn man auf einem Windows Server 2022 Standard keine weiteren VMs betreibt, sondern Linux-VMs, greift dort auch die Beschränkung auf nur zwei zusätzliche VMs? Nein, dieses Thema mit den virtuellen Windows Server Nutzungsrechten, ich hatte es immer dazu gesagt, aber nicht explizit erklärt, da geht es wirklich um Windows Server Installationen. Wenn wir hier in diesem Bildchen zweimal Windows Server haben, und VM 3, 4, 5 und 6 sind Linux-Maschinen, dann bin ich zwar enttäuscht, weil es ist kein Windows und ich mag nur mal Windows, aber technisch geht es bei der Lizenzierung darum, wie viele virtuelle Windows-Server habe ich. Und Linux-Systeme zählen dort nicht. Das heißt, nehmen wir an, VM 1 und 2, das sind die Windows-Maschinen. Und hier hätten wir jeweils Linux drauf, dann müsste ich den Server nur einfach mit Windows Server 2022 Standard lizenzieren. Ich hätte zwei virtuelle Windows Server Nutzungsrechte und unlimitiert viele VMs, in denen ein Linux laufen könnte. Gerne, mache ich. Kann man mit einem Data Center Rock Key alle gewünschten Server aktivieren? Ganz wichtig ist dabei, also alle ist natürlich immer eine sehr umfassende Aussage. Stellen wir uns vor, wir haben hier so ein Downgrade-Szenario, ja, wo in diesen virtuellen Windows-Servern auch ein älteres Windows-Betriebssystem ausgeführt wird. Also wir haben Data Center lizenziert und wir würden gerne in einem der Systeme einen vorherigen Windows-Server installieren. Dann ist es da ganz wichtig, ich mache das hier mal ganz kurz auf, den Key der vorherigen Version zu nutzen. Also der Data Center Key 2022 passt wirklich nur bei Windows Server 2022 Data Center. Aber es gibt, wenn wir Hyper-V als Hypervisor nutzen, die sogenannte AVMA-Funktionalität, Automatic Virtual Machine Activation. Und in den virtuellen Maschinen nutzen wir dann gar nicht den Key, den wir mit dem HPE Server mitbestellt haben, sondern in der VM nutzen wir den Key, je nachdem, was wir haben. Wenn wir dort Data Center in der VM installieren, nutzen wir diesen AVMA-Schlüssel. Wenn wir Standard installieren, nutzen wir diesen AVMA-Schlüssel. Wenn wir Windows Server 2019 nutzen, weil es ein Downgrade-Szenario ist, dann nutzen wir bei Data Center diesen AVMA-Schlüssel und bei Standard diesen AVMA-Schlüssel und so weiter. Das gleiche gibt es dann auch noch für Windows Server 2016. 2012 R2 bitte nicht mehr nutzen, weil es nicht mehr supported ist. Die AVMA-Schlüssel gäbe es auch dafür. Das heißt, zu der Frage, kann man den Data Center Rock Key alle gewünschten Server aktivieren? Nein, mit dem Key nicht. Lizenztechnisch sind aber alle virtuellen Windows-Server auf diesem Host mitlizenziert. Für die Aktivierung brauche ich schon den spezifischen Schlüssel. Wenn ich Hyper-V habe, dann greife ich auf die AVMA-Funktionalität zurück und bekomme dort die Keys auf der Microsoft-Webseite. Wenn ich kein Hyper-V nutze, dann ist der beste Weg, auf Hyper-V zu wechseln. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann müsste man ein sogenanntes Downgrade-Kit erwerben. Das gibt es von HPE. Also wenn ich dann in so einer VM irgendwo einen Windows Server 2019 haben wollen würde, dann müsste ich mir halt ein Downgrade-Kit erwerben und hätte dann dort Medium und Key der Vorgängerversion. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Prima. Vielen Dank, schönen Tag. Tschüss.